Der Sweetchecker. Hallo, hier ist der Sweetchecker und ich stelle euch heute eine Süßigkeit vor, die ich vorher noch nie gegessen habe. Und zwar das hier. Yeah. Es ist DeBeukeler, also von der Firma DeBeukeler, Cookie Bakery. Creamy Cookie filled with melted nougat cream. Warum schreibt man auf ein solches Produkt englische Texte? Das wird mir keiner beantworten können. Es ist nämlich alles auch deutsch und na gut, also es ist also ein gefüllter Keks mit Nougat-Creme, ja, und Rückentext hier: extra große Cookie-Genuss wie in New York City, inspiriert von den traditionellen Familienbäckereien in Greenwich Village. Danke. Die Brooklyn Cookie Bakery, jetzt in Deutschland leckere Cookies in unwiderstehlichen Sorten. Cookie Bakery, bigger, better, leckerer. So, gibt es also auch unterschiedliche Sorten von. Und irgendwo hier im lokalen Einkaufsladen gesehen. Und die kann man hier so aufreißen. Sehr geile Verpackung. Kekse. Und die sind so eingepackt in so einer Zeitung? Natürlich nicht. Soll auch aussehen wie so eine Zeitung. Und das ist natürlich eine witzige, sehr geile Verpackung. Die ist schon mal geil. Wobei die einzelverpackte Keks. Gab es hier was zum Aufreißen? Nee, ne? Nicht jetzt? Nee. Vielleicht doch. Okay, ich packe einfach mal so aus. Einzelverpackte Kekse habe ich immer so ein bisschen Problem, weil das tierische Müll macht. Aber wir sind hier kein Öko oder wir sind auch kein Umweltschutzsender, sondern Kanal, wollte ich sagen, Entschuldigung. Sondern wir machen hier Süßigkeiten. Also auf die Süßigkeit, auf die Inhalte kommt jetzt an. Und heraus. Ja, das riecht sogar ein bisschen nach Keks. Ja, so ein Zufall aber auch. Und ja, also die sieht also ganz normal wie so ein geiler Keks aus. Und da soll jetzt nochmal so ein Karamellcreme, Entschuldigung, Nougatcreme. Assoziation habe ich heute wieder. Nougatcreme drin sein. Aha. Cool. Ja, liebe Leute. Ich brauche eine Lupe. Also, der Käse ist ganz lecker. Der ist nicht so hart, wie ich dachte. Nicht knusprig, der ist weich. Also so ein, ja, so ein Mürbeteig oder so. Und das ist ganz cool. Man hat hier oben so Schokoladen. Ich vermute mal, Schokoladenkrümel hier drauf. Unten auch. Und ganz dünn kann man eine Karamellcreme sehen. Jetzt mal zum Vergleich, ja? Sehen Sie einen Unterschied? Ich hatte mal so nebeneinander, ja? Liebe DeBeukeler, Versprechen und Wahrheit sind unterschiedlich. Deutlich. Ich breche den jetzt mal auf und vielleicht das. Aha! Okay, ich nehme alles wieder zurück. Das geht weg. Ja, weg. Oh Mann! So sieht das aus. So geht's richtig. Also der ist irgendwie in der Produktion wahrscheinlich verlagert worden oder so. Die Karamellcreme. Also hier sieht man gar nichts, hier ist richtig alles voll. Aha. Geiler Scheiß. Alter Schwede. Und plötzlich war Ruhe. Also, sehr gut. Das ist. Ich hatte ein bisschen Angst, es geht ein bisschen in eine Nutella-Richtung oder so. Hat eine Konsistenz wie Nutella. Aber es ist tatsächlich so eine Nougat-Creme. Und die ist auch richtig lecker. Aber zum Produkt.
Man hat hier einen weichen Keks, so feste Stückchen drin und dann diese Creme. Macht also drei Konsistenzen. Das Krümelige, das Knusprige und das Cremige. Der Mürbeteig ist relativ geschmackslos. Doch, der hat Zucker. Der hat nur so Zuckeranteil. Der ist süß. Also nicht ganz neutral. Super süß ist natürlich diese Nougat-Creme. Die ist natürlich piekt so ins Gehirn. Sehr geil. Und dann nochmal die Knusprige, weil da so ein paar Stückchen drin sind, feste Stückchen drin sind, ist auch knusprig. Sehr gut. Also ich mag es ja, wenn es nicht nur vom Geschmack, sondern auch von der Konsistenz so ein bisschen kombiniert wird, verschiedene Sachen. Und das ist gut gelungen. Ich dachte ja schon, der will sich jetzt irgendwie zerreißen oder so. Nein, der ist ja geil. Die Beutler Cookie Bakery Creamy Cookie heißt das Vieh. Und ich kriege gleich nochmal ein paar nähere Details. Auf Detailaufnahmen von dem Detail. Ja, ansonsten werde ich es euch doch einessen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr auch mal Fragen habt an mich, könnt ihr die gerne hier unten stellen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.